Sehr verehrte Damen, Herren und Industriegeschlechter, mein Name ist Jackie Weinhaus und ich bin in Begleitung der reizenden und nicht weniger glamourösen Jurassica Parker. Ja, und wir haben uns gedacht, Corona fickt uns ja immer noch richtig hart ohne Gummi, ohne Spuck und ohne Gleitmittel. Deswegen möchten wir Geld verdienen. Und Straßenkunst ist momentan ja total hip, in und ist modern. Das so? Ja. Bei mir auf der Wilmersdorfer Straße steht immer so ein Typ, der singt Opern. Ein hübscher, südländischer Typ. Bombenkörper, geile Stimme, egal. Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir können ja an sich nicht wirklich Kunst außer uns blöd anmalen. Und deswegen malen wir uns jetzt für Sie auf der Motzstraße vorm Hotel Sachsenhof. Jetzt kommt zum Punkt, Weinhaus. Sie können gerne vorbeikommen, auch im Nachhinein und noch was in die Müsli-Schale werfen. Gut. Also manchmal. Spenden für bedürftige Transvestiten? Nee? Vielleicht kann die Kamera das dann nochmal so richtig einfangen. Da habe ich schon ein bisschen Geld reingelegt, damit es ein bisschen sexier aussieht. Ja, sonst denken die Leute, es ist vielleicht so ein Schälchen zum Anrühren von Augenpigmenten oder so, man weiß es nicht, ne? Man weiß. Wenn man es mir gar nicht glauben mag, aber ich trinke viel weniger als sonst, weil ich bin durch Corona so fett geworden wie noch nie. Ja, genau. 6 Kilo. Wahnsinnig fett. Wir haben dort die Kamera, wir haben dort die mobile Kamera. Genau. Und dann haben wir hier noch so GoPros an den Schminkspiegeln stehen. Also ich freue mich jetzt schon auf den Schnitt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich gedacht, schön, dass es die Alte schneidet und nett ich. Ja. Auf dich, meine Liebe. Ja. Und natürlich auch auf den nicht im Bild seienden Ron Holzschuh, der die Kamerafrau spielt. Guten Morgen. Sie könnten was spenden, wir machen Straßenkunst. Hallo, wir machen Straßenkunst, Sie dürfen gern spenden, wenn Sie möchten. Die hassen dich alle. Ach Mann, ist es kalt, Jurassica, kannst du denn was machen? Ja, warum hast du denn jetzt nicht auch irgendwie mal noch den Pulli mitgenommen? Weil es in Charlottenburg, als ich losgefahren bin, sehr warm und sonnig war. Hm. Also ich brauche in der Regel so mindestens 1,5 Stunden. Weil meine Haut ist ja auch viel älter, mein Gesicht viel eingefallener als deins. Da muss ich viel mehr Produkt reinreiben. Viel mehr Produkt, den ganzen Falten und Poren halt. Aber dann habe ich ja dann die halbe Stunde, wo ich eventuell vor dir fertig bin, die Möglichkeit, eine Whitney-Nummer zu machen. Was denn für eine Whitney-Nummer? Weiß ich, mir fehlt halt einfach nur Whitney Spears 11. Whitney Spears. So eine süße Maus. Ja. Die hat einen tollen Instagram-Kanal, die Whitney. Wir befinden uns heute am Sachsenhof, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist ein ganz, ganz tolles Hotel in der Motzstraße am Nollendorfplatz. Da arbeitet auch mein Mann Klausi. Und und es ist sehr schön, dass wir hier heute diesen Tisch ausgeliehen bekommen haben und Gläser und Stühle und so, weil sonst hätten wir auf den Boden setzen müssen. Und das möchte dann auch wirklich gar keiner. Ich gerade mit Rücken. Komm doch nicht so dicht dran. Und wir halten heute auch den Sicherheitsabstand ein. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Du bist halt auch eine süße Zauber. Ich bin halt eine richtige Süßmaus auch. Eine Süßmaus. Die sind ja süß. Hallo. Hallo. Wir machen Straßenkunst, also wenn Sie vielleicht einen Euro übrig hätten. Die haben uns gehasst. Ja, voll. Die haben uns richtig. Geh mal kurz das Tolle nach. So, jetzt ist die endlich mal weg. Die nervt heute schon wieder. In einer Tour am Quatschen hat die Anfangsmoderation an die gemacht. Weil wollte sie unbedingt, dann hat die wieder kein Ende gefunden. Ach, wie die manchmal nervt. Oh. Guten Morgen, wir machen Straßenkunst, wenn Sie vielleicht einen Euro übrig hätten. Danke. Die reden alle gar nicht mit uns. Ne? Nee. Aber das liegt tatsächlich, glaube ich, einfach an der bisher mangelnden Schönheit. Ja, sag die wir sonst immer flächendeckend den Tag legen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Und bei so Tageslichtschminken ist halt auch so toll, weil man sieht wirklich jede einzelne Pore. Ja, und jedes Haar ist mal beim Stutzen oder Rasieren vergessen oder beim Augenbrauenzupfen. Verzeiht nichts, das Tageslicht. I know all kinds of promises made about what was going to happen. And they were roommates. Was auch immer sehr interessant ist, ist, wie sich ja auch jeder Transvestit komplett anders in einer anderen Reihenfolge schminkt. Jeder hat ja seine eigene Reihenfolge. Ich mache immer erst Augen, weil wenn ich nämlich mit der Foundation anfange, dann bin ich danach betonfarben, weil immer das schwarze Zeug runterrieselt und dieser Trick mit so Loose Powder bergeweise drauf kloppen und dann hoffen, dass man es damit weggericht hat, bei mir noch nie funktioniert. Bei mir auch noch nie funktioniert. Aber du siehst dann immer aus wie aus Beton. Das ist ja toll. Ja. So, wie sehe ich aus, Ron? Super. Ja? Nicht so dicht dran. Ja, leicht erschreckend. Hallo, wir machen Straßenkunst. Wollen Sie was spenden? Die haben alle Angst vor uns. Sharing is caring.